Die erste Station auf unserer Reise zu Österreichs Exoten ist Atzling bei St. Pölten. Ei! So, jetzt haben wir ihn aber im Big Boss, das ist der älteste Hahn, den wir haben. Hier züchtet Martin Trümmel kanadische Wildputen, die Urform des Truthahns. Das Fleisch zum Beispiel, wenn man das anschaut, das Brustfleisch, was normalerweise 30-50% von einer Pute ausmacht, ist da ganz wenig. Das heißt, der hat kaum ein Brustfleisch. Der Brust ist wirklich nur der Muskel, dass er fliegen kann. Also das ist der Flugmuskel und ist dementsprechend weniger ausgeprägt, weil ja in der konventionellen Zucht ja nur mehr auf Optimierung des Brustfleisches, weil das am besten verkauft wird. Das hat halt der gar nicht. Darum verkaufen wir es auch nur im Ganzen, weil die Pute besteht halt leider nicht nur aus Brust. Oder Gott sei Dank. Die Wildpute braucht 9 Monate bis zur Schlachtreife. 6 Monate länger als eine herkömmlich gezüchtete. Kanadische Wildputen sind Zicken. Sind richtige Zicken. Ja. Also alles, was du falsch machst, hast du instant Feedback. Die lassen dich sofort wissen, was ihnen nicht passt. Wir mussten es zum Beispiel heuer, wenn wir es einsperren mussten, aufgrund der Geflügelpest, also die bringen sich fast um. Die kennen das, die brauchen einen Platz, sie brauchen eine Struktur. Also die sind in einem Stall nicht zu halten. Das funktioniert halt einfach nicht. Arbeiten mit der Natur ist Pionierarbeit. Es sind Schmerzen und funktioniert nur mit Trial and Error. Das hat noch keiner gemacht. Es kann noch keiner sagen, wie es funktioniert. Wir versuchen es, so gut als möglich. Aber ja, Pionierarbeit tut weh. Geh mal. Hopp! 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 Auslauf ist wichtig. Bei Martin Trümmel hat jedes Tier bis zu 50 Quadratmeter Platz. Das ist deutlich über dem Biostandard und gut fürs Fleisch. Wir sind draufgekommen, dass in der Biolandwirtschaft Dinge gibt, die halt gerade was das Geflügel anbelangt, nicht okay sind. Also die völlige Kommerzialisierung der Schöpfung. Das heißt, ich züchte wirklich nur mehr auf das, was ich gerade brauche. Ich brauche mehr Brustfleisch. Ich schaue nicht, wie kann ich den Konsumenten den Rest schmackhaft machen. Ich züchte halt einfach auf 30-50% Brustfleisch. Und das passt halt einfach nicht mehr. Und da haben wir gesagt, es gibt eigentlich keine Sparte außer dem Geflügel, wo es so verheerend ist. Und dann haben wir uns angeschaut, wie geht es besser. Und es gibt eigentlich nichts mehr dazwischen. Es gibt nichts mehr zwischen der kanadischen Wildpute, die natürlich, also ich bin jetzt da kein Romantiker, ja, es funktioniert nicht, mit dem kann ich den Bedarf nicht decken, das ist eine extreme Nische. Aber es ist ein bisschen eine Bewusstseinsbildung, dass ich mir anschaue, okay, wie sollte es eigentlich sein, wie ist es, und da muss dazwischen einfach was geben. Vor 3 Jahren beschloss er, es besser zu machen. Heute hat er einen Zuchtstamm von 30 Elterntieren. Pro Saison kommen 200 Küken zur Welt. Das sind die Bruthennen, die haben das alte Bienenhaus da jetzt gerade okkupiert und brüten da drinnen. Und das ist ja ganz frisch geschlüpftes. Direkt an die große Weide grenzt der Stall für die Jungtiere. Ja, wir haben sehr geringe Stallflächen. Das heißt, unser einziger Stall ist in Wirklichkeit der. Der ist nur für den Zuchtstamm. Wir sind, glaube ich, der einzige Putenbauer, der die Tiere selber züchtet. Alle anderen kriegen sie geliefert als Babys. Dadurch, dass es nicht mehr Primärhybriden gibt, kann das gar keiner mehr. So in der Größe sind sie jetzt eigentlich schon draußen. Das heißt, leben dann schon im Wald, schlafen auch im Wald. Brauchen in Wirklichkeit auch kein Kükenfutter mehr. Fressen schon das Gleiche wie die Großen. Und haben jetzt schon Zeit, dass sie sich den ganzen Tag Futter suchen im Wald draußen, in den Wiesen. Und streifen schon immer herum und dürfen auch schon in den Bäumen schlafen. Wildputen sind sehr empfindlich, was das Futter betrifft. Trümmel verzichtet fast vollständig auf Soja, damit die Tiere nicht zu schnell wachsen. Das ist schon leer, schau. Die besteht rein aus Hafer, Weizen, Mais und Erbsen als Eiweißträger. Keine Fremden, ist natürlich alles biologisch und so regional als möglich. Und da kriegst du schon ein paar Kübeln vorher am Tag. Also, die fressen dann schon. Jetzt geht's noch. Aber je älter das werden, desto öfter geht man dann mit den Kübeln. Zurück im Stall. Die Kinderstube besteht aus einem Brutkasten mit einer Wärmelampe, die den Küken die Mutter ersetzt. Aber wann schreibt Trümmel schwarze Zahlen mit der aufwendigen Zucht? Das lässt sich schon ganz schwer sagen, weil natürlich, wenn ich jetzt die Futterqualität runterschraube, bin ich gleich mal im Plus. Oder? Bei Futter ist fast nichts verboten, außer in der konventionellen. Ich kann das scheiße Futter machen.
Und da bin ich gleich mal im Plus und das wollen wir halt nicht. Wenn ich Hanfnüsse fütter, dann kostet das Kilo 1,60 Euro. Aber das brauche ich halt einfach, um die Vitalität einfach möglichst hoch zu halten. Und das ist halt immer ein Balanceakt und da haben wir uns jetzt entschieden, dass wir halt möglichst auf Qualität gehen und nicht auf 100% Ökonomie getrimmt, so wie es halt leider Gottes sonst überall der Fall ist. Und das kommt bei den Puten sichtlich gut an. In Zukunft sollen es noch mehr werden, die hier in Atzling leben. Bis zu 600 Tiere will Trümmel züchten. Unser nächster Halt ist das Machfeld. Hier in Rasdorf wachsen auf 6 Hektar Artischocken. Stefanie Teuringer züchtet sie. Ich finde die Pflanze in jeder Phase schön, vom winzigen Setzling bis wenn sie im Herbst hoch ist und in Blüten, mit der violetten Blüte am Feld steht. Und ich finde die Frucht schön, die Symmetrie der Pflanze. Ich esse sie gerne, also in jeder Hinsicht. Insgesamt stehen auf dem Feld 30.000 Pflanzen. Jede einzelne wird von Hand geerntet. Begonnen hat es vor jetzt mittlerweile fast 20 Jahren oder so im Garten. Nicht als Geschäftsidee, sondern einfach aus Interesse, ob Artischocken bei uns wachsen, ob das funktioniert. Ich habe im ersten Jahr eigentlich im Garten, also durch wirklich Zufall und viel Glück, wie sich nachher herausgestellt hat, also wirklich das Anfängerglück, eine tolle Ernte gehabt und habe das an ein paar Gastronomen, also da gab es natürlich gute Kontakte, Spargel ist auch hauptsächlich an Gastronomie vermarktet worden direkt, habe das einfach mitgeschickt, um ihr Feedback zu hören und die waren begeistert. Artischocken mögen es eigentlich mediterran. Das Schwierigste mit Artischocke in Österreich ist eigentlich der Zeitpunkt, weil und da gab es auch nichts zu lernen irgendwo anders oder abzuschauen, wie das anderswo gemacht wird, weil Artischocke sonst grundsätzlich ein Wintergemüse ist in den traditionellen Anbauländern. Und das bei uns eben nicht funktioniert, weil sie nicht winterhart sind. Also Frost mag sie keinen, sie mag es zwar kühl, aber keinen Frost. Und da herauszufinden, was sie so braucht, damit das trotzdem gut klappt, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung mit Artischocke in Österreich. Teuringers Hauptgeschäft ist der Spargel. Die Artischocken nehmen nur wenig Fläche ein. Es sind die 6 Hektar von 100 Hektar, wenn man es so beziffert, aber vom Umsatz des Betriebs ist es mehr als der Prozentsatz auf jeden Fall. Es ist aber auch sehr arbeitsintensiv. Also die Pflanzen sind teuer, werden händisch gesetzt, händisch geerntet, wie wir jetzt gesehen haben. Also es ist auch wirklich eine intensive Kultur. Ich kaufe mittlerweile die Jungpflanzen von einem Jungpflanzengärtner. Und ein Stück kostet auch jetzt je nach Sorte zwischen 1 und 2 Euro die Jungpflanze. Das ist eigentlich relativ viel, wenn man überlegt, was man für Startkosten hat, für Investitionskosten eigentlich. Nur fürs Image würde ich es nicht tun. Ich würde nicht auf 6 Hektar was machen, was nicht wirtschaftlich ist. Das könnte ich mir nicht leisten. Geerntet wird normalerweise von Mitte Juli bis Mitte Oktober. Das ist jetzt eine Artischocke, die man schneiden muss, vorsichtig, weil daneben schon die nächste Knospe angesetzt hat. Muss man aufpassen, dass man die nicht verletzt. Da kommt die nächste. Eine ziemlich perfekte Baby-Artischocke, genau wie sie sein soll. Da ist auch schon eine zweite versteckt. Und es gibt in dem Sinn keine Reife für Artischocken. Es ist wie bei Paprika. Die Größe sagt nicht aus, ob sie reif ist, sondern eher der Zustand, ob sie die Blätter noch geschlossen hat und eine wirklich große Artischocke werden möchte oder ob sie schon aufmacht und schon Richtung Blüte sich entwickelt. Artischocken darf man nicht zweimal an derselben Stelle pflanzen, weil sie den Boden auslaugen. Qualitätskriterium ist, die äußeren Blätter sollen geschlossen sein, die ganze Artischocke sich fest angreifen und nicht so, wie man es eben oft am Markt sieht oder so diese leicht verholzten, ausgetrockneten Blätter haben. An so einem heißen Tag wie heute, mit mehr als 30 Grad, müssen die Erntehelfer die Artischocken innerhalb von 1,5 Stunden ins Kühlhaus bringen. Für sie geht danach ein anstrengender Tag zu Ende. Wir aber reisen den Artischocken vom Feld bis zum Hof der Familie Teuringer nach. Dort werden sie verkauft und kühl gelagert. So schaut das jetzt aus nach der heutigen Ernte, relativ voll. Temperaturen zwischen 4 und 8 Grad, würde ich sagen, und genügend Feuchtigkeit ist auch wichtig, also nicht zu trocken.
Artischocken schmecken gut in Öl eingelegt, aber auch frisch. Uns verrät Stefanie Theuringer, wie man sie richtig aufschneidet. Also man bricht so lange Blätter außen weg, bis es innen heller wird. Das würde jetzt schon reichen bei dir. Und dann schneide ich, nachdem sie auch dornig ist und die oberen Blattteile am festesten sind, so ein Viertel bis ein Drittel oben ab, auch je nachdem, was ich dann weitermachen möchte. Aber gibt es eine wissenschaftliche Definition, was heimisch oder nicht heimisch ist? Wir besuchen Bernhard Freier, der das Institut für ökologischen Landbau an der BOKU leitet. Heimisch ist, ich denke schon, ein Begriff, der ja, sehr stark kulturell geprägt ist, aber im Hintergrund naturgemäß immer auch geprägt ist über Boden und Klima. Denn Boden und Klima gibt vor, was hier überhaupt heimisch sein kann. Und ich glaube, dass man eigentlich hier immer den Link ganz, ganz eng setzen muss. Boden, Klima, was lässt sich anbauen, was ist typisch und was ist auch im Speiseplan typisch. Und das ist dann sozusagen das Heimische, das Lokale, das Traditionelle. Ich weiß nicht, wie lange es schon Orangeat, Zitronat gibt in einem traditionellen Christstollen. Ja, da haben wir sozusagen die Verschneidung aus exotischen Früchten auf der einen Seite, Kumquat, und auf der anderen Seite einem ganz, ganz traditionellen Weihnachtsgebäck, was eigentlich urheimisch ist und dann auch noch verschnitten wird mit Mandeln, die eigentlich auch aus dem südlichen Europa kommen und eben nicht hier angebaut werden. Also ich habe den Eindruck, da ist ein starker Wandel im Gange, wo wir laufend neu definieren müssten, was ist das jetzt, das Heimische. Und jetzt von der Theorie in die Praxis. Das ist Reis. Und der wächst nicht in China, sondern im Burgenland, am Feld von Erwin Unger. Hier stehen wir schon in der Mitte des Seewinkler weißen Bioreises. Ja. Wie Sie sehen, die Kultur ist noch sehr stark im vegetativen Wachstum. Hier steht auf 7 Hektar roter, schwarzer und weißer Reis. Das pannonische Klima ist ideal. Das ist eine Rispe, die voll ausgebildet ist. Sie ist zu 99,9% befruchtet. Hier haben wir eine unbefruchtet, eine zweite und mit ca. 160 Korn besetzt. Pro Jahr erntet Unger rund 7 Tonnen. Seit 8 Jahren experimentiert er mit unterschiedlichen Sorten. Lotto heißt diese Sorte. Die kommt aus der Schweiz und aus Italien. Hier ist der rote Reis. Das wird in Frankreich in Camargue produziert, auch auf rotem Schotterboden, roten Boden. Reis braucht viel Wasser bei der Aufzucht. Ohne Hilfsmittel geht es nicht. Das ist hier ein Gießbalken mit 60 Meter. Bei einem Durchzug machen wir 2,4 Hektar in 6 Stunden, ordentlich bewässert. Aber wieso steht das Feld nicht wie in China unter Wasser? Ich will ja nicht Unkraut mit Wasser verdrängen. Das ist die einfache Art und Weise. Und das ist auch nur Sinn und Zweck der Übung. Der Reis wächst ohne Wasser, also ohne diese Anschwemmung natürlich auch. Man sieht es ja hier. Es sind die Sorten, die aus diesen Regionen kommen. Wenn nicht mit Wasser, wie bekämpft Unger dann das Unkraut? Mit dieser Fingerhake. Wenn hier die Pflanze steht, greift er bei Pflanze die Erde runden ganz weich hinein, drückt die Pflanze nicht und hebt aber die Erde auf, wo das keimende Unkraut sich entwickeln soll. Und es bleibt dann 3 Tage trocken und damit stirbt dieses Unkraut wieder ab. Damit das funktioniert, kommt Hightech zum Einsatz. Die Kamera hält die Maschine automatisch in der Spur, damit sie keine Reispflanzen beschädigt. Die Hake ist eine Sonderanfertigung für Erwin Unger und kostet 20.000 Euro. Wenn wir hier nicht die Fingerhake am Feld einsetzen würden, würde es am Feld so ausschauen. Also das heißt, die Kultur würde untergehen, das Unkraut würde alles überwuchern. Und das wäre natürlich ein Misserfolg sondergleichen. Bioreis im Seewinkel anzubauen, sieht nach viel Aufwand aus.
Kann man diesen an den Kunden weitergeben? Man wird in Österreich nicht 10 Euro für ein Kilo Reis bekommen. Also das ist ein bisschen schwierig. Das bekomme ich hier, ja. Und 12 Euro bekomme ich für Rot, Schwarz, momentan auch für Weiß. Aber wenn ich in die Massenproduktion reingehe und gehe runter auf 6 Euro oder 5 Euro, ist für mich noch immer ein Erfolg. Ja. Das Produkt wurde bei Ja Natürlich ins Lager genommen Mitte April und 1. Mai war es leer. Also dann, das heißt, man kann die Nachfrage nicht decken. Doch bis die Reispflanzen im burgenländischen Wind wehen, ist es ein langer Weg. Wir begleiten Erwin Unger dorthin, wo zu Beginn der Saison die Setzlinge gezogen werden. In den Glashäusern seines Biobetriebs wachsen im Frühling 2 Millionen Pflanzen. Wir haben Wind, wir haben die Wärme, wir haben das bananische Klima. Das habe ich als Grundvoraussetzung hergenommen. Und die ersten Versuche vor mehreren Jahren einfach mit Direktaussaat des Reises und mit Jungpflanzenvorzucht parallel probiert. Und nach dem dritten Jahr hat sich eigentlich der Erfolg dann eingestellt. Sobald die komplette Logistik oder Infrastruktur für die Ernte und Verarbeitung einmal bestehend ist, weil bis jetzt haben wir nur investiert. Alles, es gibt keinen Cent, der hier übrig bleibt oder im Minus sogar. Aber wenn alles einmal steht, dann kann man sagen, wird sich auch der Erfolg, der finanzielle Erfolg einstellen. Sein Reis hat eine Keimdauer von einer Woche. Dann wächst er im Schutz des Glashauses noch 4 Wochen, bevor es aufs Feld geht. Ein kostspieliges Unterfangen. Ja, man muss einfach in die Hand nehmen, ca. 200.000 Euro, 250.000 Euro, dass man alles im Haus hat, damit das auch funktioniert. Außergewöhnlich wie Ungers Landwirtschaft ist auch sein Hobby. Gleich neben seiner kleinen Propellermaschine stehen die Geräte für die Produktion der Setzlinge. Die werden hier reingegeben, hier wird mit Erde befüllt, mit dem Biosubstrat. Hier wird es festgemacht, die Tassen wandern nach vorn, hier werden die Löcher gestanzt in die Erde und hier werden die Samenkörner pneumatisch angesaugt, 2 und 2 Korn, und wieder an die Tasse, in die Erde, in die Bioerde abgelegt. Wenn die Ernte Ende Oktober, Anfang November eingefahren wird, wird der Reis getrocknet, geputzt und geschält und kommt schlussendlich in diesen Raum, wo er verpackt wird. Hier haben wir den roten Reis. Hier ist schwarzer Reis. Die Preise variieren nach Abnehmer und Menge. Private Kunden zahlen 18 Euro pro Kilo, die Gastronomie 12 und Großkunde Ja Natürlich 8 Euro. Ungers Experiment ist am besten Weg abzuheben.